Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Letztes Mal habe ich ja gedacht, dass dieses Intro-Bildschirm mir sozusagen die Zukunft oder die Vergangenheit vorhersagt. Und ich habe gerade da ein Einhorn gesehen. Soll das heißen, dass ich bald hier auf Einhörner treffe? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, mein Inventar ist absolut frei. Wir können wieder runtergehen und können plündern gehen. Und genau das mache ich. Ohne viel drumherum gehe ich direkt wieder runter. Ich will wissen, was für weitere Dämonit-Erz hätte ich mir allerdings noch anschauen können. Ich hätte Dämonit-Erz mal zu Barren machen können und hätte mir mal anschauen können, inwiefern ich aus Dämonit-Erzen irgendwas Interessantes machen kann. Vielleicht. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich schon wieder unten. Uah! Dieser Enterhaken. Okay, der wird noch Spaß machen, glaube ich. Jetzt brauche ich mir nämlich gar keine solchen Wege mehr nach oben zu bauen, sondern jetzt kann ich mich einfach mit dem Enterhaken immer so da nach oben hangeln sozusagen. Okay, erstmal gehen wir aber wieder zurück in die Höhle, wo ich eigentlich hin wollte. Ich könnte mich mit Sicherheit auch hier irgendwo runterbauen, aber jetzt habe ich in der Höhle da hinten schon angefangen, da kann ich da auch gleich weitermachen. So, hier muss ich auch schon irgendwo langsam runter, glaube ich. Ich glaube, hier schon. Und dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Zack, nimm das, du Mistviech. Dich habe ich ja schon lange... Oh, hallo. 42 Schaden, okay. Ach komm, den machen wir im Nahkampf fertig. Nee, wenn ich jetzt da drüber springe, jetzt komme ich nicht mehr zwischen ihn und den... Naja, macht schon Aua. Zwei Schläge und ich bin fast kaputt. So, was hat der denn auf dem Kopf? Ach, Skelett. So, nichts wie runter, komm. Noch viel, viel tiefer. Ja, noch viel tiefer. Ich habe echt das Gefühl, ich bin schon echt weit unten, aber... Es gibt, glaube ich, immer noch so irgend so eine Unter-Todeswelt-Hölle irgendwas. Und das ist gefühlt noch viel, viel weiter unten als das, was ich jetzt bin. Hier weiter, hier. Ich meine, ich könnte mir auch mal einen anderen Weg nach unten suchen, aber der schnellste ist halt den ich schon gelootet habe. Und das ist halt der hier. Ah, hier, zack, zack. Ja, das geht auf jeden Fall besser. Ich könnte mir mal einen schnelleren Weg hier runter. Oh, shit! Okay, alles klar, okay. Das war doch schon mal knapp. Oh Mann. Naja. So, ich bin aber anscheinend entkommen. So, kann ich hier runter, ohne aufs Maul zu kriegen? Ja, ich glaube schon. Moment mal. Hier war ich vorher noch gar nicht. Moment mal, ich war hier noch gar nicht. Okay, ich bin anscheinend letztes Mal einen anderen Weg gelaufen, aber sei es, wie es wolle. Dann plündern wir das doch immer. Neben mir ist schon wieder Platin. Ich brauche wirklich nicht mehr viel, dann kann ich mir den Helm machen und dann habe ich die gesamte Rüstung voller Platin. Das ist nämlich auch nochmal Platin. Aber es ist egal, welchen Weg ich gehe. Ich werde schon gleich wieder zu dieser Lorenstrecke runterkommen und dann bin ich sowieso wieder schnell von A nach B. Und ich muss meine Pilzlore mal ausprobieren. Ich habe schließlich gar nicht gewusst, was ich mit dieser Pilzlore machen kann, aber jetzt habe ich gesehen, dass man die ausrüsten kann. Klick, 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 klick. Klick, klick. Ja, komm. Eisen, dich hier unten brauche ich zwar überhaupt nicht mehr, aber komm her. Das heißt, brauche ich nicht mehr. Wahrscheinlich brauche ich es ganz dringend. Ich weiß es nur noch nicht. Für irgendwelche Rezepte. Von denen ich jetzt noch nicht weiß, dass ich sie noch brauche. Moment, da unten sind aber schon Fackeln. Ah, okay. Alles klar. Seht ihr, genau hier wollte ich hin. So, da werden wir wieder. Home sweet home.
mehr oder weniger. Ach, ich muss mal die Rückruftränke wegmachen. Sonst scroll ich wieder außersehen zu diesen Rückruftränken. Lass mich in Frieden! Und dann stehe ich auf einmal wieder zu Hause. Okay, der kommt hier hoffentlich mal nicht durch. Ja, die können, glaube ich, nicht tauchen. Ja, genau, die können nicht tauchen. Kann der eigentlich unter Wasser schießen? Ja, okay. Ja, der kann... Okay, der zielt sogar ziemlich gut. So, erstmal bitte Luft. Ah, da kommt ja noch einer! Okay, ich habe meinen Zauberstab noch dabei. Mit der macht vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Und der macht auch, der schießt auch schneller. So. Gut, hier unten ist mehr oder weniger Dead End. Das heißt ab nach oben. Moment mal, kann dieses Schaf tauchen? Stirb! Okay, der hat einen neuen Bergmannshelm getroppt. Verdammt! Okay, ein bisschen muss ich mit dem Schießen noch trainieren. Oh Gott, da kommt schon wieder so einer! Okay, ich glaube, an diesen Enterhaken kann ich mich gewöhnen. Okay, kriegt er mich hier oben? Okay, sie sind beide runtergefallen. Oh je. An diesen Enterhaken, glaube ich, kann ich mich gewöhnen. Okay, ich habe wieder das Biom gewechselt anscheinend. Oh, boah, joi. So. Was haben wir denn hier? Kann ich mich nicht einfach da oben anheften und dann so machen? Oh, ist das angenehm. Cool, ja, den Enterhaken, den mag ich. Schön. So. Klick. Schön. Okay, wir folgen mal. Okay, da, ist das eine Falle? Das sieht verdächtig aus. Ich sehe aber keinen Auslöser. Komm, wir machen das im Nahkampf. 54 Schaden. Okay, wir machen das doch nicht im Nahkampf. Wo kommen denn die ganzen Viecher her? Da wäre ich schon fast wieder verreckt. Mann. So, ich will jetzt mal meine Pilzlore testen. Lass noch schnell das Platin hier mitnehmen. Die Musik habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Okay, so, was ist denn mit meiner Lore? Testen wir die doch mal. Pilzlore. Wahrscheinlich ist die schneller. Ich kann da oben, wenn ich da hinklicke, kann ich die Pilzlore sozusagen ausschalten. Oder halt da aussteigen aus der Lore. Ich weiß noch nicht, ob das auch leichter geht. Weil das dauert hin und wieder eine Zeit bei mir. Oben, das ist doch eine Falle, oder nicht? Esther. Ich komme in die Richtung halt null weiter, wenn diese Viecher hier die ganze Zeit kommen. Furzig Schaden. 47, das ist mal ein Heiltrank wert.
Ja, wenn ich da jetzt runterspringe, krieg ich Aua. Desto mehr Viecher ich töte, desto mehr würde ich wünschen, dass ich dafür Erfahrung kriege. So. Okay, das ist wohl doch keine Falle gewesen. Saphire, schön. Und was ist denn das? Wandkrieche. Hier sind die Spinnen. Oh, das ist ja widerlich. Das ist ja widerlich. 46, das ist ja ekelhaft. Okay, ist das? Was? Jeepers Creepers? Lande im Untergrund einer Spinnenhöhle. Ist ja widerlich. So, direkt erstmal alles ausleuchten. Wer, die Dinger mach ich mal kaputt, da respawnen die vielleicht. So, erstmal weg mit diesem ganzen Spinnengedöns da. Okay, einfach weg damit. Irgendwas kann man mit diesem ganzen Spinnenweben bestimmt auch mal machen, aber wer weiß. Es gibt viele Sachen, wo ich mal überprüfen müsste, was man daraus alles macht. Oh, Moment mal, daneben dran ist noch eine Spinne. Ja, genau da wollte ich mich hinschießen. Vielleicht gibt's hier mehrere. Also vielleicht ist hier direkt noch die Höhle von einer anderen Spinne direkt nebendran oder so. Okay, die Spinnenhöhle ist erkundet, würde ich sagen. Ida, sind doch ganz viele. Zu denen gehe ich nicht. Ich habe jetzt kein Problem mit Spinnen, aber wenn ich die sehe hier im Spiel, denke ich, die werden mich bestimmt vergiften oder so. Und das kann ich ja mal gar nicht brauchen. Vielleicht habe ich ja noch Glück und finde nochmal in der ersten... Oh, ich kann mich noch vor ungefähr ein paar Tagen dran erinnern, als ich auf einmal irgendwie 6 Lebenskristalle oder so gefunden habe. Wenn mir das jetzt nochmal passieren würde, wäre das richtig, richtig cool. Denn mehr Lebensenergie könnte man überhaupt nicht schaden. Okay, da kommt so ein Mama-Schleim zu mir runter. Licht. So. Alles schön ausgelichtet. Willst du hier runterkommen oder eher nicht? Nee. Ah doch, hallo. Los, fall runter. Da hinten ist schon wieder irgendeine Höhle. Ach, es gibt so viel zu tun. Kann man schon direkt neben dem Kupfer stehen, dann nehme ich das schnell mit. Lass das mal. Okay, von denen muss ich zumindest langsam keine... Oh Gott, da kommt sie. Widerlich. Oh, lässt du das mal? Jetzt hat sie gehört, dass ich gesagt habe, dass ich vor der keine Angst mehr haben muss. Jetzt kommt sie wahrscheinlich extra her und versucht mich zu killen. Ich bin mir noch nicht so sicher, was ich mit diesen Loren machen soll. Weil auf diesen Loren zu fahren, kommt mir ehrlich gesagt ganz schön gefährlich vor. Weil ich kann da immer nur so schwer aussteigen. Und wenn ich da jetzt einfach nach links rüber fahre und dann fahre ich in so 30 Viecher rein, dann sterbe ich ja direkt. Was ist denn das schon wieder für ein Sound? Wow.
will ich das, wieso will ich das eigentlich wissen? Ja, mach das mal auf. Und tu dafür eine Fackel da rein. Hallo Zombie, na, wie, oder Skelett, wie geht's? Nicht so gut, habe ich das Gefühl. Uralter Eisenhelm. Bergmannshelm. Uralter Eisenhelm, 2 Abwehr. Ah ja, ist auch kein Material für irgendwas. Also kann ich es direkt verkaufen. Autsch. Ich sehe nichts. Blöde schwarze Schleime. Jetzt muss ich gefühlt doppelt so viele Fackeln hier hin machen, weil ich einfach überhaupt nichts sehen kann. Autsch. Okay, so. Eigentlich, da scheint es aber nach oben zu gehen. Ich will eigentlich weiter nach unten. Jetzt bin ich schon wieder blind. Ich will eigentlich weiter nach unten. Was ist denn das hier? Ganz unauffälliger Höhleneingang. Super. Ah, Platin. Hahaha, Platin. Also spätestens jetzt sollte ich wirklich alles beieinander haben, um den Helm auch noch zu bauen. Hoffe ich mal. Okay, es ist wieder hell. So, eigentlich will ich weiter nach unten. Das heißt nichts wie runter. Boah, diese ekelhaften Spinnen, an denen gehe ich mal schön vorbei. Widerlich. Das ist aber wieder das Eisgebiet, das gefällt mir. Kann ich da nicht... Komm, wir fahren jetzt einfach mal mit der Lore drüber. Boah, ist die schnell! Alter, da, bremsen! Ah, das geht mir zu schnell. Die ist wirklich schnell. So, aber bitte mal alles ausleuchten. So. Dass ich zumindest weiß, wo ich schon war und wo noch nicht. Oben bewegt sich was. Okay, das sind nur irgendwelche. Das ist nicht so schlimm. Ups. Ja, fast. Fast. Ja, so jetzt. So, ich will hier nur schnell ausleuchten, Zombies da oben. Ich will gar nicht zu euch. Oh. Ich muss hier raus. Wow, das lief besser, als ich dachte. Wieso gehe ich in den Nahkampf gegen den... Das ist eine Truhe. Okay, die hole ich mir mal schnell, bevor wieder 3000 Viecher kommen, die mich dann... Was ist denn hier? Schneesturm in einer Flasche. Ermöglicht einen Doppelsprung. Und ein Eisspiegel. Bringt einen zurück nach Hause. Das ist genau dieser Spiegel, den ich ganz am Anfang... Von dem ich ganz am Anfang geredet habe. Das ist dieser permanente Rückruf dran. Ja, das ist dieser permanente Rückruftrank, dieser Spiegel. So. Kupfer. Komm, gib mir noch mehr Truhen. Suchen wir mal nach Truhen. Oh, das sieht interessant aus. Hier ist irgendwas. Oder? Yeah. Okay, an den Dingern kann ich mich aber nicht festhalten. An diesen Holzdingern. Das sieht aber interessant aus. Ist da nicht irgendwas? Das muss vielleicht mal weg, sonst... Ich glaube nicht, dass ich da jetzt hochkomme. Hm.
Jetzt könnte ich mich vielleicht an der Seite festhalten und dann weiter nach oben, so. Nein, nein, nicht so. Ein paar Bomben. Halt, halt, halt. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Ich glaube, ich sehe da Dämoniterz. Auch wenn es nur ein einzelnes... nur ein Erzbrocken ist, das hole ich mir aber trotzdem. Gehen bestimmt richtig coole Waffen raus. Silber von mir aus auch. So. Mit den NPCs scheinen wir auch langsam irgendwie fast alles erreicht zu haben. Also es gibt bestimmt noch andere NPCs, die sich vielleicht irgendwo verstecken. Wie dieser Typ, den ich da bei der... bei den Mushrooms da gefunden habe. Aber vielleicht muss man, um die freizuschalten, irgendwas machen. Vielleicht, nachdem ich irgendwelche Bosse besiegt habe, vielleicht kommen dann noch irgendwelche anderen NPCs zu mir. Platinerz vielleicht. Ja, Platin, Platin, Platin. So, und jetzt muss ich noch zu dem Dämoniterz. Klick, klick. Oh, bitte lass mich in Frieden. Ich will doch hier nur graben. Dafür, dass das eine Platinspitzhacke ist, braucht ihr aber ganz schön lange, um durch so Eiszeug durchzukommen. Oh, hallo. Ja, dann gehe ich doch lieber mal da unten. 10 Feinde in der Nähe. Zack, 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 zack. So, kriege ich mal bitte dieses Stück Dämoniterz. Während ich hier oben 2 Sekunden gegraben habe, ist da unten einfach alles voller Viecher gespawnt. Oh, Moment mal, da oben ist irgendwas. Oh, das wird jetzt gefährlich. Das hat sogar funktioniert. Da steht eine Truhe. Ist das ein Holzamboss? Eisenamboss, der sah ganz schön holzig aus. Ja, Platinkronleuchter. Ah, fancy. So. Haben wir hier Pinguinstatue? Ach, eine beschädigte Eisklinge, schade. Aber die kann man bestimmt ganz gut verkaufen, da die kein Material für irgendwas ist. Und noch ein neuer Spiegel, aber der ist auch Material für irgendwas. Soll ich da wirklich rein? Soll ich da wirklich rein? Soll ich da wirklich rein? Nö. Nö, nö. Nö, nö. Ich hab's mir überlegt. Ich gehe da nicht rein. So, eine ganze Menge Kram. Also eine Truhe, komm, ich will noch eine Truhe haben. Weil mein Inventar ist eh gleich voll, das heißt, ich muss sowieso gleich zurück. Aber ich hätte noch gerne eine Truhe. Komm schon. Irgendwas Interessantes muss es hier noch geben. Davon brauche ich bestimmt auch noch was. So, klick. Saphire. Wie tief das hier einfach runtergeht. Eisfackeln. So, so, so. Die machen bestimmt anderes Licht, wenn ich raten müsste. Guck an, wie hier, wo soll ich denn da anfangen? Hier glitzert einfach überall alles. Wo soll man denn da anfangen? Also da nach oben zu gehen, kommt mir jetzt ehrlich gesagt ganz schön gefährlich vor. Ich überlege, ob ich nicht mich einfach nach oben teleportieren soll. Probier mal schnell mit dem hier abzusperren. Dann könnte ich nämlich noch schnell das Silber hier mitnehmen. Sieht nämlich aus, als wäre das eine ganze Menge.
Ja, so sollten die mich wenigstens nicht kriegen. Also es gibt auf jeden Fall mehr als genug zu looten. Ich könnte ja mal probieren, dieses Auge von Cthulhu zu beschwören. Ich meine, mehr als sterben kann ich nicht. Ich beschwöre das vielleicht mal neben meinem Haus und dann gucke ich mal, was passiert. Dieses Item, damit man den beschwören kann, geht wahrscheinlich verloren, wenn ich dann sterbe. Aber ich glaube, das kann man sich aus diesen Linsen wieder bauen, die diese nächtlichen fliegenden Augen da droppen. Weil das Item, dieses Auge von Cthulhu, sieht genauso aus wie diese fliegenden Viecher da nachts. Also hat es wohl, also sind die Linsen möglicherweise dafür gedacht. Der kommt jetzt nicht im Ernst hier runter. Wie ist der überhaupt da drüber wie ist der denn da reingekommen? Oh oh. Wenn ich jetzt sterbe. Wie ist der denn da durchgekommen? Der ist da einfach durchgedroppt. Puh. Okay. Inventar ist sowieso fast voll. Wo ist der Spiegel? Zack. So. Wisst ihr, was ich jetzt auch mal testen kann? Bevor ich mich hier um Haus und Crafting und so kümmere und um das Auge, ich trinke mal den Trank, der mich an einen zufälligen Ort bringen soll. Eisspiegel, es ist langsam alles sowas von voll. Das Schwert verkaufe ich gleich mal. 24 Silber, toll. Ein Gold 24. Schneesturm in einer Flasche, bedrohlich. Ich habe Wolke in einer Flasche. Was ist denn da der Unterschied? Ausrüstbar. Modeslots, Material, ermöglicht einen Doppelsprung. Okay, der macht plus 4 Schaden, der macht plus 3. Also ziehe ich den mal an. Und ich frage mal Kevin, was man aus dem Zeug machen kann. Furz im Glas, ermöglicht einen Doppelsprung. Ach, wahrscheinlich ist dann bei dem Doppelsprung ist dann die Animation eine andere. Ah, die sieht jetzt... Adam, ich kann sogar jetzt so ein bisschen nach oben, also noch, ich krieg noch so einen zusätzlichen Boost. Aber Furzkissen, nein, danke. Wolke in einer Flasche. Ich kann auch noch Wolke in einem Ballon machen. Vergrößert die Sprunghöhe und ermöglicht einen Doppelsprung. Leuchtender roter Ballon. Wo immer es das auch hergibt. Ich trinke jetzt mal den Trank. Ich will jetzt mal sehen, wo der mich hinbringt. Du spürst eine böse Präsenz, die... Oh oh. Was heißt das jetzt? Was heißt denn das jetzt? Was, eine böse... Rauchen ist hier nicht erlaubt. Ey, das ist mein Haus. Ich kann hier so viel rauchen, wie ich will. Eisernen Amboss habe ich aber schon. Wurfmesser will ich keine. Hä, wer beobachtet mich denn hier? Hallo, ich habe gehört, irgendjemand beobachtet mich hier. Muss ich den jetzt suchen, wer immer mich hier auch beobachtet? Äußerst verdächtig. Okay, das ist die Musik. Also was, das Auge von... Was? Was? Oh, helfen mir da eigentlich meine NPCs? Oh, shit.
Oh, der tötet meine NPCs! Oh shit, raus aus dem Haus, raus aus dem Haus, raus aus dem Haus! Wie viel hält der denn aus? Okay. Okay, jetzt ouch, jetzt weiß ich, welche böse Präsenz mich beobachtet. Okay, die Augen sind alle mit einem Schlag tot. Ouch, okay, Moment. Ich entkomme dem aber auch nicht richtig. Okay, Gott sei Dank habe ich diese Schnelllaufschuhe. 3500 HP, was zum Teufel. Und Gott sei Dank habe ich diese man regeneriert sich mein Leben noch. Okay, mein Leben regeneriert sich auch im Kampf. Au. Okay, wenn der so oben ist, dann sweept der immer so zu mir runter. Okay, wenn ich immer links und rechts laufe, könnte das klappen. Aber meine Klicktaste. Moment, ich nehme mal das Schwert her. Der schießt zwar nicht so häufig, aber dann kann ich die Taste wenigstens gedrückt halten. Okay, der trifft aus das Auge für wie viel Schaden? Für 10. Das ist aber nicht besonders viel. Der trifft das Auge für 11. Okay, so viel Unterschied macht das jetzt nicht. Ich könnte versuchen, ihn vielleicht ein paar Mal im Nahkampf aufzutreffen. Wenn ich ihn immer so ein bisschen auf Abstand halte, vielleicht. Oh. Nee, das gefällt mir nicht. Ich fühle mich irgendwie sicherer, wenn ich den Stab benutze. Kann es sein, dass wenn es Tag wird, dass er dann despawnt? Die NPCs könnten mir dabei ruhig ein bisschen helfen. Was macht er denn jetzt? Okay, Phase 2. Au. Ich brauche einen Trank. Au. Komm, ich habe ihn schon zur Hälfte. Okay, immer links und rechts laufen klingt nach einer ganz guten Idee. Was will denn jetzt dieser blöde Zombie noch von mir? Was war denn das? Was soll ich denn dagegen machen? Weg. Ich kann keinen Heiltrank trinken. Nein, das war's. Ich kann keinen Heiltrank trinken. Komm. Noch 10 Sekunden, bis ich einen Heiltrank trinken kann. Komm, 2 Sekunden noch, los, Heiltrank. Dieser Kack-Zombie! Oh nein, das schaffe ich nicht. Moment mal, vielleicht könnte ich... Jawohl, so wegteleportieren? Nein! Dieser Kack-Zombie! Oh Mann! Ach, verflucht. 11 Gold getroppt. Du Dreckszombie. Jetzt ist er weg, oder? Das Auge. Ich habe 11 Gold gedroppt und nur 8 zurückgekriegt. Ich glaube, das Auge hat sich ein bisschen was gegönnt. Goldenes Grabkreuz. Oh Mann. Hey, jetzt habe ich aber mein Beschwörungs-Item für das Auge gar nicht ausgegeben bisher. Ich hätte einfach stärkere Heiltränke dabei haben müssen. Aber ich wusste nicht, dass das dieses Auge ist. Also, dass der Hinweis, dass das Auge von Cthulhu ist. Okay, jetzt habe ich zumindest noch mein Item, mit dem ich ihn beschwören kann. Und jetzt weiß ich ungefähr, wie der Kampf läuft.
Das heißt, ich brauche dickere Heiltränke und ich brauche einfach mehr HP. Mit dickeren Heiltränken hätte es klappen können. Wie geht's denn meinen NPCs? Seid ihr noch am Leben? Regeneriert ihr denn HP? Ja, langsam. Okay, das war das unfreiwillige erste Kampf gegen das Auge von Cthulhu. Naja. Hin und her laufen und dann mit dem Spiegel zurück teleportieren hat mir ein paar Sekunden gegeben, aber es hat einfach nicht gereicht. Okay, schade. War aber ein schöner erster Versuch, finde ich. Genau, hier kann ich es nämlich noch beschwören. Verdächtig aussehendes Auge. Du weg. Ihr weg. Ihr weg. Ihr weg. Bergmannshelm von mir aus. Die Kronleuchter platziere ich gleich irgendwo, genau wie das da. Ach ja. Erster Versuch, naja. So schlecht habe ich mich gar nicht geschlagen. Sterben ist schon in Ordnung. Wenigstens habe ich daraus was gelernt. Okay, so. Ich bin eigentlich bereit, um weiter zu looten. Irgendwas wollte ich mit Sicherheit machen. Bevor ich einfach looten gehe. Es ist so flauschig. Irgendwas wollte ich machen. Genau, Auge von Cthulhu wollte ich mir angucken. Das habe ich jetzt getan. Pilz, kann ich die hier irgendwo einpflanzen? Nö. Okay, kann ich nicht. Die muss ich wahrscheinlich irgendwo unter Tag anbauen oder so. Dann halt nicht. Ach ja, Dschungelgrassaaten. Okay. Was machen wir als nächstes? Wenn ich jetzt wieder runtergehe, dann denke ich bestimmt, ach ja, ich wollte das und das und das machen. Ich schau mal jetzt Platinbarren und Platinerz. Ich mache mir jetzt den letzten Helm. Hätte ich den gehabt, hätte ich Cthulhu vielleicht auch überleben können. Platinhelm, da ist er. Klack. Jetzt habe ich auch noch das ganze Set voll. Set-Bonus nochmal 4 Abwehr. Jetzt hatte ich gerade mit dem Helm... Hatte ich jetzt gerade, sieht man es, 13, Moment, wie muss ich mich hinsetzen? So, jetzt habe ich 13 Verteidigungen hier unten und jetzt habe ich mit dem Helm, habe ich jetzt einfach 21, weil ich kriege die 5 von ihm, die 6 von ihm, die 5 von ihm und dann noch als Abwehr-Set-Bonus nochmal 4. Ich siege das Auge. Ach, das hätte es werden können. Okay, jetzt habe ich richtig dicke Rüstung an. Jetzt halte ich einfach mal richtig... Ach, das Auge von... Es hätte eine Nacht, hätte es noch warten müssen. Dann hätte ich soweit sein können. Ach, dann hätte ich soweit sein können. Okay, alles klar. Gehen wir looten, würde ich sagen. Gehen wir irgendwohin looten. Meine Rüstung gefällt mir richtig gut. Wir gehen nochmal eine Runde looten. Eine noch, würde ich sagen. Oder... Moment mal, ich habe so einen... Moment. Ich schaue jetzt mal kurz, was nach der Wüste so ist. Ich renne jetzt mal durch die Wüste durch. Würde ich sagen. Ich renne jetzt einfach mal direkt nach rechts. Ach, das mit dem Auge von Cthulhu hätte klappen können. So. Das Wüstengebiet. Schauen wir mal. Oh! Moment mal, davon will ich was mitnehmen. Ah ne, das ist ein Hammer. Oder da droppt ja Geld raus. Moment mal, das droppt aber Palmholz, aber die droppen eine normale Eichel. Ah, pro Biom wird die Eichel automatisch zu dem, was in diesem Biom wächst. Ah ja. So. Oh, hallo Geier. Vergiss es, ich habe jetzt Platinrüstung. Du kannst mir gerade gestohlen bleiben. Ah, die Wüste ist ja gar nicht so lang. Schau an. Oh, wieder ein neuer Hintergrund. Oh, schon wieder. Und das Eisgebiet.
Ich meine, ich kann so weit laufen, wie ich will. Ich habe den Teleporter. Ich kann einfach mit einem Teleport wieder nach Hause. Das heißt, ich kann so weit laufen, wie ich will. Das war bei Minecraft immer so ein bisschen anders. Da musste man sich vor so einem riesen Ding schon denken, oh, jetzt muss ich wieder 3 Jahre nach Hause laufen. Ein Feind. Gehen wir hier mal rein. Wobei ich glaube, ich halte mich erstmal an. Ich glaube, ich halte mich erstmal an meinen Dungeon. Ich glaube, ich halte mich erstmal an den Dungeon, den ich habe. Kann ich denn mit diesen Zitterdorns? Nee, das kann ich da nicht einpflanzen. Es geht wahrscheinlich nur im Eisgebiet, weißt du was, du kannst mal weg. Wobei, du warst Material für irgendwas. Nee, bist du nicht. Kann nur platziert werden, ja. Saatvektor. So, nun. Eigentlich bin ich hier zu Hause echt zufrieden. Der erste Kampf gegen Cthulhu lief gar nicht schlecht. Jetzt mit der neuen Rüstung könnte ich fast bereit sein für Runde 2. Da ich jetzt wahrscheinlich keine Platinwaren, mir fehlt sowieso noch Diamant. Weil würde ich noch einen einzigen Diamanten finden, könnte ich mir einen verbesserten Stab machen. Wobei, der ist schon ziemlich gut. Plus Schaden und plus Tempo tödlich. Also selbst wenn ich Zitterdornmaterial. Selbst wenn ich einen Platin-Zauberstab herstellen könnte, ist der vielleicht gar nicht besser. Ich brauche auch übrigens mal mehr Truhen. Die Alchemietruhe ist nämlich schon wieder voll. Ich brauche mal mehr Truhen. Ich mache mal hiermit. Eins brauche ich, glaube ich, noch. Ich könnte auch mal andere Truhen hernehmen, aber jetzt so passen die wenigstens schön alle auf einen Haufen. Passt es schön alles zusammen. So, gib mir mal einen Schild. Die benutze ich sowieso nie. Ich weiß sowieso, was da jeweils drin ist. Ich weiß gar nicht, warum ich die immer beschrifte. Was tue ich denn jetzt eigentlich rein? Am meisten voll ist immer die Truhe. Eventuell Tränke. Eventuell Tränke. Kann ich die nicht sortieren? Das war, hier sind noch welche. Toll, toll hat er mir das sortiert. Okay, dann mache ich hier mal Tränke. So. Alles klar. Dann ist auch hier wieder ein bisschen mehr Platz. So, der Lootraum soll erstmal reichen. Ach, der erste Kampf gegen Cthulhu. Ich glaube, ich gehe bestimmt nochmal looten. Und dann beschwöre ich in der nächsten Nacht das Auge nochmal. Jetzt mit der neuen Rüstung. Und dann mit den dicken Heiltränken. Und verströmt eine Nachtsicht. Dann nehme ich nämlich die dicken Tränke her. Und ich trinke noch eins von den Moment mal, diesen Teleport-Trank wollte ich eigentlich benutzen. Wisst ihr was, den benutze ich direkt am Anfang in der ersten Runde. Rückstoß. Den benutze ich direkt beim nächsten Mal, wenn ich es nicht vergesse, teleportiere ich mich mit dem einfach irgendwo random hin und schau mal, was passiert. Das soll es aber wieder mal erstmal gewesen sein. So, der erste Kampf lief gar nicht übel. Und beim nächsten Mal, glaube ich, beschwöre ich es vielleicht nochmal, das Auge. Ich weiß noch nicht. Ich benutze erstmal den Trank, guck mal, wo ich rauskomme und dann, ja, hole ich mir vielleicht den. Kann es sein, dass die Katze keine Tür aufkriegt? So, sonst ist die da im Mittelgang da gefangen. Und dann gucke ich einfach mal, wo ich rauskomme. Ja, jetzt machen wir aber erstmal Schluss und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin.